Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Episode haben wir Sparta geholfen, Athen zu besiegen und haben eine Aussprache mit unserem Vater gehabt, der uns allerdings gesagt hat, dass wir adoptiert wurden. Und jetzt müssen wir unsere Mutter finden. Und die hat die Antworten, ja, toll. Super. Wir haben neue Ausrüstung bekommen durch den Sieg. Doch zunächst die Quest. Die Gründe, warum Elpenor den Wolf von Sparta töten lassen wollte. Hä? Die Gründe, warum Elpenor den Wolf von Sparta töten lassen wollte, lagen im Dunkeln. Wer ist Elpenor? Aber die Belohnung war außerordentlich hoch. Und es war kein Auftrag wie jeder andere. Cassandra wusste, dass sie seit ihrer Konfrontation mit Nikolaus eine gezeichnete Frau war. Sie musste aus Megaris fliehen oder sich dem Zorn des gesamten spartanischen Heeres stellen. So. Das haben wir bekommen. Nikolaus Schwert ist ganz schön heftig. Wir werden es benutzen. Das Schwert des Wolfs von Sparta konnte Hunderte anführen, Tausende inspirieren und alle strafen, die ihm trotzten. Einfach mal fett. Kann man nicht einen Helm bekommen? So. Da ist er. Der Helm, der vom mächtigen spartanischen Feldherrn Nikolaus, auch bekannt als Wolf von Sparta, getragen wurde. Ein knurrender Wolf schmückt den Helm, um den Spitznamen des beliebten Polymarchen zu ehren. Okay. Da bin ich jetzt gespannt. Bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich zurück zum Hafen mit Barnabas sprechen. Bevor wir das allerdings tun, werden wir Dinge entdecken. Und ein Ding ist hier in der Schlachtfeldhöhle. Die war hier irgendwo, ne? Da will ich aber nicht hin. Ach, da unten ist es. Oh Gott. Naja, es gibt nur einen Weg nach unten. In die Drecksbrühe. Ah, guck mal, wir haben ein Beyblade gefunden. Wunderbar. Boah, ich sehe nichts hier. Die Höhle hinführt. Bisschen Zeug mitnehmen hier, wenn es hier schon nebenbei liegt. So. Wo soll ich lang? Geht's hier weiter? Nö.
Muss ich wieder zurückschneiden. Und da kommen wir her. Hier geht's weiter. Boah, man sieht diese Dinger nicht, ne? Ah. Brauchst du Licht? Mach eine Fackel an. Ein eher rustikal gestaltetes Teil, um dessen Schaft Lederstreifen gewickelt sind. Sperrstunde. Megaris, draußen ist es zu gefährlich. Deshalb setze ich diesen Krieg aus. Ich komme nur raus, um meinen Becher nachzufüllen. Sobald ich die Höhle verlassen habe, reise ich vom Schlachtfeld im besetzten Wald von Tripodiskos nach Nordwesten. Triff mich am Altar der Opfergaben zu Füßen des Weingottes persönlich. Das ist ein Rätsel. Bisher konnte ich alle lösen. Jetzt gilt es, dies zu lösen. Boah, dramatisch episch. So, ich glaube, ich muss denselben Weg wieder raus, ne? Da kommt man irgendwie nach oben? Ne. Wieso ist das alles hier? Gut, dann müssen wir wohl denselben Weg wieder zurück. Die ist aber durch, ne? Jupp, wunderbar. So, dann müssen wir gleich mal das Rätsel aus... Oh, da war ein Grafikfehler. Da hat die Außenwelt gerade geladen. Aber hat das Spiel geschickt kaschiert. Der Geruch von Frühling liegt in der Luft. Erinnert mich an Sparta. Tja. Es ist wirklich immer eine Pracht, ne? Einfach nur... Ah. Die Server von Ubisoft werden geflutet mit meinen Bildern. So, die Frage aller Fragen ist, was meint das Rätsel damit? Megaris. Also draußen ist es zu gefährlich, deshalb setze ich diesen Krieg aus. Ich komme nur raus, um meinen Becher nachzufüllen. Sobald ich die Höhle verlassen habe, okay, die Höhle, wahrscheinlich diese, reise ich vom Schlachtfeld im besetzten Wald von Tripodiskos nach Nordwesten. Und am Altar der Opfergaben zu Füßen des Weingottes persönlich. Der Weingott, war das Hermes? Nee, ne? Nordwesten. Nordwestlich von dem besetzten Wald. Also von dem Schlachtfeld, wo wir gerade waren. Nordwesten wäre ja... Hier, so in die Richtung. Da ist nur Schmied. Aber das hier, das könnte es auch sein. Aber es würde ja eigentlich westlich heißen, aber... Pff. Das wäre plausibel. Mit der Höhle meint wahrscheinlich das Rätsel... Die Schlachtfeldhöhle, das passt ja auch gut zusammen. Gehen wir in die Richtung. Ich finde, das Schwert macht sich ganz gut.
Verfallener Tempel des Apollon entdeckt. Okay, den haben wir noch nicht entdeckt. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Wir haben auch ein Upgrade mit den Pfeilbögen. Okay, gucken wir uns das erstmal an. Da ist doch auch wieder was. Beim Weingott persönlich. Das könnte sogar die Lösung sein, oder? Sind das nicht mehr? Nur die? Ja, toll, die haben Hund. Müssen wir wohl zuerst abschießen. Der Hund ist tot. Wunderbar. Mist. Bin zu dumm, die Fähigkeit zu benutzen. So, jetzt kommen sie. Dringend speichern. Wirklich dringend. Toll, jetzt werde ich angegriffen. Berggebiet. Das Schwein kriege ich. Was ist das eigentlich für einer? Oh, ein Schütze. Könnte gut sein. Wo steckst du nur? Will mir da jemand ein Zeichen geben? Ja, dein Freund, der hier liegt. So, nur ist er noch alleine. So, was macht er jetzt? Danke. Du gehörst mir. Schließ dich uns an. Du bist durch und durch Seemann. Genau wie ich. Neokles ist jetzt unser Mann. Habe ich ein Max-Limit an Leuten? Oder kann ich unendlich mitnehmen? Uralte Tafeln. Ja,
Das war falsch. Das war nicht das Rätsel. Sein. Sieht aus wie ein robuster Spazierstock, hat aber zusätzliches Potenzial. Ach, die liegen ja nicht an. Die liegen eigentlich nicht an Sehenswürdigkeiten. Da der Opfergaben. Nordwestlich, aber das wäre ja hier. Was ist das? Panormos. Das ist das Kitarion-Vorgebirge. Wir wandern einfach mal nordwestlich und gucken, ob wir irgendwo einen Altar finden. So, jetzt wird's auch warm hier. Huch. Oh, Athena greifen an. Ist aber nichts Neues. Man wüsste, wo der ist. Nordwesten. Da vielleicht? Da ist ein Altar. Welcher Gott ist das? Du wirst mich an... Greif mich da denn jetzt an? Was seid ihr denn für Barbaren? Oh Gott! Banditen. Okay, sehr schön. Mehr Loot für mich. Alle sind tot. Oh, es nimmt alles auf. Cool. Ist nämlich auch der Hauptmann von den Spartanern gerade draufgegangen. Und zwar kurz bevor ich den Wolf abgeschossen habe. Der hat ihn nämlich noch erwischt. Säule des Dionysos entdeckt. Das ist der Weingott. Genau. So hieß er. So viele griechische Restaurants heißen so. Hier werden sie besonders wachsam sein. Nö, werden sie nicht, die sind weg. Und hier ist auch das Rätsel, das jetzt gelöst ist. Sehr gut. Und das ist Dionysos. Auch bekannt als Weihnachtsmann. Nicht wirklich. So, jetzt wollen wir das haben. Oh, da fehlt ja noch was. Gut versteckt. Söldnerhelm.
Manche Söldner nehmen ihren Beruf sehr ernst und zeigen das in diesem Helm. Ja, sieht cool aus. Wir müssen weiter auf den setzen. Wir müssen einen Schmied mal finden gerade. Ich habe dringend Bedarf. In der Base haben die doch Schmied, ne? Oh, es regnet. Ich grüße dich. Verbessern. Oder gravieren. Ne, wir müssen den Helm verbessern. Das ist einfach zu gut. Das ist gerade wirklich mit diesen Schaden. Oh, es erhöht sich ja sogar. Direkt mal um das Doppelte. Das ist natürlich wertvoll. Verbesserung kostet mich aber auch einiges. 1000 Drachmen. Einiges an Leder und Eisen. Naja, gut. Das ist aber tatsächlich aktuell das beste Helm, den ich habe. Außer... Wo ist die Lagertruhe? Ich glaube, die ist auf dem Schiff, ne? Hab einen guten Tag! Wir werden nach... Wie heißt das Dörfchen? Pagai gehen. Aufs Schiff gehen. Erstmal davor mit Barbaros sprechen und sagen, ey, wir haben unseren Vater getroffen, haben gesagt, du bist doof und sind gegangen. Haben Megaris erobert. Boah, ist das ein Scheißwetter. Und... gucken dann ins Lager rein, denn im Lager sind epische Dinge, die wir jetzt doch benutzen könnten. Jetzt, wo ich Level 11 bin. In den Häfen einiger Stadt kannst du dein Schiff zu dir rufen, wenn du dich in einer Schiffszone, Schiffsrufzone an Land befindest. Der Hund denkt gerade danach, dem Kind den Kopf abzubeißen. Warum nicht? Da ist aber mein Schiff. Einen Schmied haben die, ne? Nein, die haben keinen Schmied. Oh, verdammt. Das ist natürlich dumm. Gut, bevor ich mir das aber anschaue. Wir haben doch irgendwo mein Lager hier. Da hinten. So. Abholen. Aha, okay. Wie ist denn das denn geregelt von dem Spiel? Jetzt mal speichern wir ab. Gehen in die Optionen. MSI Mystic Lights? Oh, nice. Warum habt ihr das denn nicht für alle freigeschaltet? Das haben sie. Geil. Das sehe ich jetzt erst. Meine Tastatur ist blau. Okay. Nochmal zurück zum Menü. Ist eine Spielreihe? Nee. Ich suche gerade Drop-Belohnungen. Die sind nicht da, wo ich sie gerade vermutet habe. Bitter. Gut, naja. Nützt nix. Wir könnten... Was heißt denn das? Das ist ja auch... Naja, nee. Das überzeugt mich nicht. Wir werden den Helm, den wir jetzt tragen, verbessern. Dafür müssen wir jetzt wieder ganz weit zurück.
gebe gerade Twitch-Drops und unter anderem auch mein Kanal dürfte das auslösen. Und ich habe mir für dieses Spiel Sachen besorgt, die ich aber nicht benutzen kann. Und kann auch sein, dass ich noch nicht zu weit fortgeschritten im Spiel bin, dass sich gewisse Dinge lohnen. Ich will jetzt auch nicht von Megara weg. Oder Megaris. Weil hier sind noch Sachen offen. Megaris ist nicht vollständig. Es gibt eine Quest. Wo ist denn die Quest hin? Hier war eine Quest. Jetzt ist sie weg. Da ist immer noch da hinten eine. Aber hier sind auch noch Fragezeichen, die müssen wir erstmal erforschen. Und die Anschlagtafeln würde ich gerne machen. Das alles sorgt dafür, dass wir mehr Level steigen. Sei gegrüßt! Wir werden das Geld investieren und unseren Helm verbessern. Das zeitlose Auge wurde verbessert. So, alles weitere ist erstmal trivial. Genießt das Leben, bis bald. Genießt das Leben. Cool. Eigentlich guter Spruch. So. Wo gehen wir als nächstes hin? Ja, auf nach Phokis. Der möchte dann direkt nach Phokis, ne? Dann würden wir loslegen und dann weiterfahren. Phokis wäre... Oh Gott, wäre... Wo ist Phokis? Da ist Phokis. Da wird es als nächstes hingehen. Die heiligen Lande des Apollon. Boah, voll Weinberge sehe ich hier. Wahrscheinlich würden wir dann hier anlegen oder so. Und dann, oder... Nee, hier. Anlegestelle Pilger. Da werden wir wahrscheinlich anlegen. Aber das will ich noch nicht. Hier sind noch Quests. Zum Beispiel ein neuer Tag, ein neuer Wolf. Ist gleich in der Nähe. Machen wir das nochmal. Er betet zur Sonne, also zu mir. Cool. Δώσ' ειρήνην πολύολβων και κόρον ειδηγίαν επόλβης συνενόρες γλαυκόφευρες ήτεχνε πολυλίστη βασιλεία ο εολόμορφε και αγιοτάτη. Du bist eine wahre Kriegerin. Willst du Sparta erneut dienen? Wenn du bezahlst, höre ich dir zu. Wir sind Spartaner. Die Athener sind uns im offenen Kampf nicht gewachsen. Klingt, als könnte ich mir den Tag freinehmen. Was wir brauchen, ist jemand in ihren Reihen, der ihre Waffen und Boote sabotiert und sie aushungert. Wir kümmern uns von hier aus um diese Hunde. Dann muss ich die Flotte der Athener versenken? Alle Schiffe müssen versenkt werden. Und zwar jedes einzelne. Ach du Scheiße. Das könnte hart sein. Naja. Ich regel das. Sehr gut. Sparta dankt dir. Ich muss dann mal los. Wir sind voll Sparta. Spartanische Sabotage. Die ist auf offenem Meer, ne? Nein. Aha. Oh, guck mal. Spartanische Herrschaft ist jetzt hier. Unentdeckter Anführer. Interessant. Und ist gefestigt. Das ist ja spannend. Okay, das ist Athen. Lokris. Boiotien ist Sparta. Malis ist Sparta. Phokis ist Athen. Kephallenia ist neutral. Das ist Athen, Sparta. Korinth ist Sparta. Kalien, Athen, Sparta. Boah, das ist durcheinander. Das wäre ja interessant, ne?
Wenn man den Playthrough als Alexios machen könnte und dann Athen hilft. Überall. Wäre ja auch nicht schlecht. So, sind wir. Kann ich dir bei etwas helfen? Du hältst dich für großartig, oder? Was? Du spielst für das spartanische Heer in Megaris die Heldin und nun hältst du dich für allmächtig. Unfassbar, dass ich für die Stadt eine Statue von dir fertigen soll. Cool. Malakis wie du hätten so etwas nicht hinbekommen. Es wurde auch Zeit, dass ich Anerkennung finde. Bevor ich dir zu Ehren eine Statue fertige, solltest du etwas für die Menschen hier tun. Mein Dorf wird von einem Rudel Wölfe geplagt. Du willst eine wahre Heldin sein? Dann ist das deine Chance. Wölfe, Ja, richtige Wölfe. Nicht nur ein arroganter Spartaner mit albernem Helm. Lass mich raten. Du willst, dass ich die Wölfe jage? Ja, bring sie alle um. Alles klar. Ich kümmere mich darum. Bitte sei vorsichtig. Überlass das ruhig mir. Okay, das sind andere Quests gewesen. Oh, das ist ja weit weg. Okay. Nach Cassandras Erfolgen in Megaris wurde eine Künstlerin gebeten, eine Statue von ihr zu erschaffen. Verbittert wünschte sie, dass Cassandra ihr erst bei einem Wolfsproblem hilft. Am anderen Ende der Welt. Na toll. Also. Lösen wir mal das Wolfsproblem. Mit denen wären wir ja fertig. Das ist schnell gemacht. Stirbt, ihr Wölfe! Oh, Scheiße. Die haben mein Pferd gekillt, ne? Genau, Geld gehört mir. So sieht's aus. Gib mir Geld. Ist meins. Spartanische Hüftriemen. Ich glaube, die kennen wir schon. Wieso bin ich eigentlich darauf gewechselt? Achso, wegen Schaden, ne? Dann nehmen wir das. Boah, sieht die Scheiße aus. Da ist nichts. Ist einfach nur nichts. Plus auch Giftschaden. Nur Helden und Könige Spanas trugen diesen feinen Hüftriemen. Habe ich schon mal Besseres gesehen. Gut. Geht gerade nicht nach Schönheit. Mein Pferd ist tot. Das ist bitter. Gibt's hier was? Nö. So, in dieser Base können wir uns ein neues Pferd aufladen. Und da ist es auch. Das Pferd heißt Zeus. Wurde gerade Zeus gesagt. Labdakos der Narr. Söldner entdeckt. Oha. Dahin. Oh, Stufe 15.
Labdakos wollte nie jemanden töten, was für einen Söldner ein Problem darstellt. Er musste ja seine Aufträge durchführen, die oft mit Mord und Totschlag endeten. Manche sagen, er schloss die Augen, wenn er einen Todesstoß versetzte. Manche meinen, er bezahlte andere dafür, dass sie seine Opfer töteten. Er hat zartes Fleisch, aber eine harte Schale. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Okay, Fakt ist, er wird mich umbringen, wenn wir uns bekämpfen. Aber cool, dass er hier ist. Wir sind froh. Auch er wird irgendwann uns dienen. So, und jetzt will ich meine Statue haben. Du bist zurück? Sind sie alle tot? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Bei Apollon, vielen Dank. Dies ist für dich. Hey, klar, diene mir. Ich habe jemanden wie dich gesucht und biete dir eine Chance, die Welt zu sehen, wenn du dich meiner Besatzung anschließt. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber das Leben auf See ist zu kurz und zu gefährlich für mich. Du bist stets willkommen, falls du es dir anders überlegst. Ach krass. Hat die gerade meinen Auftrag abgelehnt? Das können die? Das ist ja cool. Offenbar ist unsere Reputation nicht hoch genug, aber ich will trotzdem meine Statue sehen. Das ist wichtig für unser Ego. Unser Ego guckt auf die Uhr und leider ist diese Folge beendet. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.